You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know you're stronger than what you think. Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gerade gesehen, wir dachten, wir fangen mal mit was richtig Schönen an. Schnee in Norwegen. Genau. Wir sind hier in Åmli. Oder Åmli. Weil das A ist wieder wie Ö. Ja, genau, das wird wieder mit Ö, RÖ rausgesprochen. Åmli würden wir sagen. Richtig schön, richtig toll, haben wir hier übernachtet. Ein kostenloser Stellplatz hier tatsächlich. Allerdings ist der nicht geräumt. Ja. Aber ja. Und mehr erzählen wir euch wann? Nach dem Intro. Da scheint die Sonne. Also die Sonne kommt gerade. Ja, und herrlich. Wie viel Minusgrad hatten wir die Nacht? Ja, waren -11 in der Spitze. Also, ja, kalt. Richtig schön kalt. Aber ich muss sagen, also ich war ja schon draußen, habt ihr ja gesehen. Sonst hätte ich ja keine Aufnahmen machen können. Ne? Ja. Was soll ich sagen? Das geht. Es ist eine trockene Kälte und von daher ist es sehr angenehm. Also mich stört es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Was nicht funktioniert bei -11 Grad, diese wunderbare Szene, die Steffi von Campus Us 2 gemacht hat. Ach so, mit dem Wasser, ne? Ja, dass das dann sofort gefriert, das funktioniert wahrscheinlich bei -20 Grad, weil in Schweden da oben, wo die beiden sind, ist da viel, viel kälter gewesen. Ja, gut. Aber wir haben es ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ja. Und wir haben etwas hier gemacht. Ihr seht das vielleicht hier im Hintergrund, hier sind so Vorhänge, hier hängt eine Decke. Wir haben uns das ein bisschen muckelig gemacht, dazu wird es aber ein Sondervideo geben, wie man nämlich bei kalten Temperaturen seinen Wagen schön muckelig macht. Genau, was man beachten sollte. Oder was man machen könnte, müsst ihr natürlich nicht, ihr müsst ja nie was nachmachen. Ja, das kommt aber alles später. Jetzt fahren wir zu unserem Campingplatz, beziehungsweise wir suchen unseren Campingplatz. Da wollen wir 3 Nächte bleiben, also komplett über Weihnachten. Mal gucken, ob das funktioniert. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. You're afraid. I wish you could see that. I think you're brave, and if it all falls, if it all breaks, still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going to. Damit herzlich willkommen zurück in das Jahr 2019 und zwar, was hast du gesagt, im Juli. Ende Juli waren wir genau an dieser Stelle. Man glaubt's kaum. Ja, wir haben eben gerade gedacht, also ich habe heute Morgen schon gedacht, die Strecke, komisch, da ist ein Parkplatz, der sieht so aus wie unser Übernachtungsplatz. Das war unser erster Übernachtungsplatz in Norwegen sogar. Richtig, genau. Und dann noch unten habe ich gedacht, das ist ja so ein kleiner Mini-Parkplatz, da haben wir doch am See mal kurz verweilt morgens. Und genau da stehen wir jetzt. Da gab es aber noch eine Mülltonne, wir haben nämlich hier Müll entsorgt. Die gibt es jetzt hier nicht mehr. Stimmt, du hast recht. Und es war hier sehr windig, weil der Wind kam nämlich von dort. Heute ist das nicht wirklich windig und wir haben tolle Aufnahmen vom See, wo man das, wie heißt denn das, diesen Nebel übers See, also ganz toll, also wirklich, es ist herrlich, diese Natur, ja. Einfach schön. Und ihr merkt schon, in diesem Video ist ein bisschen was anders, eigentlich, glaube, war der Plan, und ich hoffe, ich kann es noch umsetzen, Weihnachten, also eigentlich soll es um Weihnachten in diesem Video gehen, aber das, was wir euch jetzt schon an Aufnahmen machen konnten, ja, wir mussten einfach die Drohne hochjagen. Das musste nochmal gemacht werden. Und für euch, was ihr nicht gesehen habt, ich habe mich vor auf die Fresse gepackt. Ja, leider natürlich war die Kamera wieder nicht an, wie immer. Aber nee, ich hatte die Kamera in der Hand. Ja, genau. Das war sehr schön. Genau. Weil mein Mann meinte, da so runterlaufen zu müssen, wo Hunde, ich möchte darauf hinweisen, Hunde langlaufen. Jetzt sieht man unsere Spur hier. Ja, okay, ich sag mal anders. Es ist schon relativ... ordentlich Gefälle, da müssen wir gleich wieder hoch, aber das werden wir schon machen. Ja, da freue ich mich jetzt schon. Mal gucken, ob ich dann nochmal hinfalle. Vielleicht solltest du die Kamera anlassen. Ja, aber ich würde sagen, jetzt zeigen wir den Leuten hier noch ein paar schöne Aufnahmen vom See, den wir gerade gemacht haben. Und dann geht das weiter, ne? Ja, wir wollen ja nur langsam mal zu unserem Campingplatz. Wie immer in Norwegen, man kommt nicht weiter. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Angekommen. Plan B oder Plan 2. Plan 1 hat nämlich nicht funktioniert. Also da war nichts gemacht, keinen Schnee geräumt. Das heißt... Doch, da waren die Wege oder beziehungsweise der eine Weg, der rundum geht. Die Plätze aber waren nicht gemacht. Dementsprechend konnten wir dort nicht hinfahren. Genau. Und dann haben wir uns einen zweiten Platz rausgesucht und dann sind wir einmal durchgefahren, weil laut online war da keiner mehr. Und dann haben wir gesagt, wir fahren gerade durch einen Ort, der hier gerade eingeblendet wird und, oh Moment, das sah aber irgendwie aus, als wenn wäre, hätte, könnte. Und der ist es sogar. Ganz schnell noch gebucht. Wir bleiben jetzt vom 23., genau, also heute bis zum 26.12. bleiben wir hier an diesem Ort mit Strom 103 Euro. Ja, finde ich okay, ehrlich gesagt. Gut, da ein bisschen Wechselgebühr da noch zu, aber 110 Euro, mein Gott, hauen wir noch einen drauf, weil wir können es. So viel wird es zwar nicht sein, aber ist egal. Ja, Die Aussicht können wir euch jedenfalls gleich mal zeigen. Wir blenden da mal kurz ein Bild ein. Das ist schon schön. Ja, also wir haben einen schönen Blick auf den Fluss, der so neblig ist. Und jetzt, das wollte ich nämlich noch gucken. Jetzt müssen wir mal kurz improvisieren, weil das war jetzt nicht vorbereitet, dass ich das jetzt so tue. Aber, hier, guck mal an, da ist 4 Schneeflocken angesagt. Na, schauen wir mal, ne? Minus 11 Grad, minus 10 Grad sollen es werden. Genau, aktuell weiß ich gar nicht, was das Auto jetzt angezeigt hat. Das ging hier irgendwie immer hin und her und so weiter. Also, aber ich sag mal, minus 6, 7, 8 Grad werden wir hier schon haben. Und dann Montag purer Sonnenschein. Wir werden hier richtig cooles Wetter haben. Also, ich glaube, wir werden richtig cool Weihnachten in Norwegen feiern. Auf jeden Fall. Und ich habe schon überlegt, wir haben ja auch die Lichterkette dabei, müssten wir eigentlich schmücken, ne? Ja, das war, achso, das wusstest du noch gar nicht. Den Auftrag wollte ich dir jetzt eh bald in Kürze geben. Achso, aber jetzt bin ich erstmal kurz froh, noch einmal mich aufzuwärmen. Jetzt werden wir mal eine kleine Brotzeit oder so machen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich auch. Dann los geht's. Na, nachdem du so fleißig warst. Du warst auch sehr fleißig. Habe ich auch versucht, fleißig zu sein, genau. Ja, du bist fleißig, das hast nicht nur versucht, denn da hinten, hinter euch, das seht ihr nämlich nicht, macht doch die Kamera nicht weg. In diesem, ist das im Omnia noch drin? Ja, das ist noch im Omnia drin. Ja, da ist nämlich ein Kuchen, wollte ich sagen. Nee, Kuchen hat er nicht gebacken, er hat ein Brot gebacken, weil wir haben kein Brot mehr. Und das ist zum ersten Mal, also mal gucken, wie es ist, genau, wie es geworden ist. Und weil Stefan wirklich gestern einen Job gemacht hat, oder vorgestern war das sogar, den er vorgestern gemacht hat. Gestern habe ich schon gedacht. Nee, gestern gemacht. Was er vorgestern gemacht hat, wirklich bei diesen Windböen gefahren zu sein, hat er heute schon etwas bekommen, wo ich ja nicht so ein großer Freund bin, aber ich zeige es euch trotzdem mal in die Kamera. Heute gibt es Lachs mit Reis. Falls ihr euch fragt, gibt es dazu ein Bungee-Kombüsen-Studio? Nicht geplant. Nee, das wird sonst zu viel, glaube ich. Und wir haben es auch nicht gefilmt und wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir haben ja ein bisschen Urlaub, so viel filmen. Also wir machen einen Reisevlog, wir machen dies, wir machen jenes. Uiuiuiui. Ja, das ist eine ganze Menge. Jetzt würden wir sagen, gibt es nicht mehr viel mehr zu sehen. Ihr habt ja eben gerade noch eine richtig geile Drohnenaufnahme gesehen. Ja, Buggy ist auch schön beleuchtet wieder hier. Mhm. Und jetzt kommen wir hier langsam runter und wollen ein paar schöne Tage hier in Bo. In Bo in Norwegen. So, da muss ich auch treffen. Dann erstmal darauf anstoßen. Genau. Lecker. In diesem Sinne Mahlzeit und morgen, Heiligabend, geht's weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben den heiligen Tag morgen, weil es ist ja noch nicht Abend, aber es wäre Heiligabend. Richtig, genau. Der Tag heißt aber Heiligabend. Der Tag heißt Heiligabend, aber wir haben noch den Morgen und das war ein erfrischender, erschreckender Morgen. Ja, genau. Plötzlich schaltet die Heizung ab. Genau. Fehler. 151 H, ne? Genau, Überhitzung. Ja. Was soll man dazu sagen? Naja. Hier muss Trumchen richtig Leistung zeigen. Ja gut, aber alles gut. Wir haben sie dann abkühlen lassen, ein bisschen Wasser, Kaltwasser nachlaufen lassen sozusagen, also Heißwasser genommen. Genau. Weil wir ja eh Wasser brauchten für unsere... Zum Frühstücken. Zum Frühstücken, also alles kein Ding. Wir es nicht so lange kochen lassen, also wir nutzen das schon so aus. Also es wird schon spannend. Ja, ja. Hier unsere Tischdecke, wir haben eine Tischdecke bekommen. Ja, danke schön, Andrea und Britta. Genau. Das ist noch, in der Regel liegt die auf unserem Tisch. Jetzt liegt sie hier hinten, weil wir natürlich gerade gefrühstückt haben, also vor einer Stunde. Und ja, dann liegt sie halt da. Eigentlich ist das, glaube ich, ein Geschirrtuch, aber dafür ist es uns zu fein. Ja, genau. Das ist eine schöne Tischdecke für uns. Ich habe jetzt noch die Fenster sauber gemacht, dass wir mal ein bisschen rausgucken können. Hat auch gut geklappt, sage ich mal. Mit dem richtigen Handtuch, ne? Und draußen ist jetzt so ein Graupel, ne? Ja, das ist noch nicht richtig Schnee. Wir warten ja noch auf den richtigen Schnee. Und dann wollen wir euch den auch natürlich zeigen. Und wir wollen ja auch hier noch ein bisschen spazieren gehen und so. Ja, aber wir haben noch viel vor. Denn heute, Heiligabend, machen wir was. Was gibt's zum Essen? Raclette. Genau. Raclette. Ja, Raclette. Da gibt's nicht weiter. Das ist einfach nur Raclette. Ja. Ja. Aber das müssen wir noch vorbereiten. Genau, also da gibt es kein Kombüsenstudio dafür, bei Raclette, das ist halt. Kann man aber auch im Van machen. Ja, wir trauen uns das, sagen wir es mal so, aber ihr seht es ja gleich. Genau, also weil wir auch am Strom sind. Also mit unserer normalen Stromsache hätten wir es nicht gemacht, aber wir sind hier am Netze und ja, der Campingplatz, vielleicht zeigen wir euch da auch noch Bilder oder vielleicht im nächsten Teil. Das wissen wir noch nicht, denn eigentlich wollen wir ja irgendwann mal Weihnachten feiern. Ja, jetzt haben wir genug gelabert, ne? So, da ich jetzt die Kamera vergessen habe, nutzen wir einfach mal das Handy, wie wir hier Wasser füllen müssen. Das ist ein kleines Problem, aber wir sind ja erfinderisch und dementsprechend hat Stefan jetzt die ganzen Flaschen erstmal natürlich ausgespült, richtig. Und jetzt füllen wir uns hier Wasser an, haben so einen Kanister, weil der nicht drunter passt, ja, nutzen wir halt unsere Flaschen, die wir dabei haben. Not macht erfinderisch. So, und das macht Stefan jetzt alles voll und dann tragen wir das wieder zurück zu Buggy. Also und draußen schneit es für euch. Das zeigen wir euch dann hier. Das sieht man anhand der Mütze. Frohe Weihnachten! Gut Jul! So sagt der Norweger. Wie willst du das noch sagen? Ich hab's bald drauf. Genau. Auf jeden Fall seht ihr hier unsere Raclette-Pfanne. Fenster ist auf, damit hier auch, wenn wir gleich loslegen, das alles schön... Ich wollte sagen, es zieht gleich nach oben ab. Ja, es wird hier warm, aber dadurch, dass dieses Ding hier an ist, ist es ja eh warm, also von daher alles prima. Du sagst, da wird es warm? Entschuldigung, da wird es kalt, so wollte ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ist draußen schon wieder der Schnee weg? Nein. Ja, mit warm und kalt, ne? So, weißt du, hat man es ja nicht immer. Ja, knapp daneben. Auf jeden Fall, alles vorbereitet. Wir haben hier lecker Fleisch, lecker Kartoffeln, Brot müssen wir noch schneiden. Ah, das darfst du machen, das ist deine Aufgabe. Genau, das fällt mir gerade ein. Und sonst haben wir Musik hinter, wir werden schön ein Glas Wein trinken. Jawohl. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir lecker schnabuliert haben, wenn wir Bescherung haben. Richtig. Haben wir nämlich auch noch. Die haben wir auch noch. Aber erstmal wird schön gestärkt, ne? Das ist das Erste, wie zu den Kindern auch immer gesagt wird. Erst was essen, dann die Bescherung. Ich weiß es nicht mehr. wie es früher bei uns war. Ja, so war es. Aber das kann Mutti ja kommentieren. Ah ja, richtig. Und meiner ja auch. Ne, wie wenn war sie das macht, wer weiß. Erst Bescherung, dann Essen oder erst Essen, dann Bescherung. Wir brauchen wieder Feedback. Und was uns natürlich interessiert, wie ist es bei euch? Gibt es erst Bescherung oder erst Essen? Genau, habt ihr da eine Tradition? Und was gibt es bei euch Heiligabend? Alles runter in die Kommentare, wollen wir wissen. Wir sind nämlich überhaupt nicht neugierig. Ja, wir wollen auch sehen, wie ihr den Weihnachten verbringt. No? Genau, also lesen, weil sehen können wir es ja nicht. Ja, lesen natürlich, genau. In diesem Sinne machen wir die Kamera aus und dann lassen es uns schmecken. Lassen wir uns richtig gut gehen. Feliz Navidad! Der Weihnachtsmann war da. Was hat er uns denn Schönes gebracht? Geschenke. Geschenke? Und was für Geschenke? Was ist da drin? Das weiß ich doch nicht. Hat der Weihnachtsmann gebracht. Achso, das muss man auspacken, ne? Das werden wir auspacken. Und da sind so viele Geschenke für uns. Und ich würde mal vertretend sagen, ich weiß, das eine oder andere kommt von unseren Eltern, aber hier kam noch ein Brief. Ja. Und den machen wir mal auf. Von Antje und Ronny. Oh, von unseren Nordlichtern. Genau. Liebe Grüße. Apropos, hier müssen wir noch eine Karte hinhängen. Das ist nämlich von anderen Nordlichtern. Aha, Britta und Andrea, genau. Alle hier an Bord. Und, na komm her. Ui. Oh, schön. Wie wärmen und bezaubernd. Also es ist jetzt ein Foto von den beiden, wir werden das jetzt, oder von den dreien eher gesagt. Das werden wir nicht einblenden, weil da ist Eleni drauf und wir zeigen keine Kinder. Und da ist auch noch was schön. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, das werden wir uns gleich mal anschauen. Oh, dann sieht man aber das Bild vielleicht. Das ist richtig toll geworden. Das lesen wir uns durch, dann packen wir das alles aus. Und wenn es ausgepackt ist, dann zeigen wir es. Genau, ich glaube, das ist einfacher, als wenn wir jetzt jedes einzelne auspacken. Ja, das, wenn ihr Auspackvideos anschauen wollt, dann müsst ihr mal auf Travel Camping Living gehen. Genau. Da gibt's, ihr müsst aber in die Vergangenheit gehen. Hat er lange nicht mehr gemacht, aber es gibt schöne Weihnachtsvideos, wo er sehr viele Weihnachtsgeschenke zum Nordkap kriegt er ja auch keine Geschenke. Da kriegt er keine Geschenke. Keine Pakete. Wir packen jetzt wunderbar Geschenke aus, machen jetzt für uns Bescherung und dann gibt es noch eine Bescherung. Für dich? So. Ich krieg ja nur einen Tee. Ach ja. Dann werden wir schön draußen im Schnee noch einen Glühwein trinken und du kriegst einen Tee. Genau. Und da nehmen wir euch dann wieder mit. Wahnsinn! Ja, so viele Geschenke und so weiter, Mensch. Aber toll. Wir haben uns, also wir freuen uns auf jeden Fall tierisch. Genau. Falls ihr euch jetzt wundert, also hier hinter ist ein Bilderrahmen von meinen Eltern mit einem wunderschönen Bild. Da ich aber jetzt nicht nachfrage, ob wir das überhaupt machen dürfen, habe ich einfach ein Buch davor gestellt, was ich auch zu Weihnachten geschenkt bekomme. Aber über das Bild freuen wir uns natürlich sehr. Also das kommt natürlich wieder auf einen schönen Platz bei uns zu Hause, beim Wohnmobil. Da wird es kritisch. Da haben wir Handybilder, aber das ist wunderbar. Kekse. Wir haben wieder viele Süßigkeiten von unseren Eltern bekommen. Das ist klar. Einen super schönen Tannenbaum. Der ist super toll geeignet fürs Auto. Der ist nämlich ganz leicht. Der aber auch. Und der auch. Oh ja, tatsächlich. Und der Weihnachtsmann. Siehste, haben wir jetzt für die Zukunft immer schönen Tannenbaum und einen Weihnachtsmann dabei. Also wir haben noch den Tannenbaum von meinen Eltern von vor 2-3 Jahren. Der ist auch sehr leicht, auch super geeignet und der kann auch leuchten. Der leuchtet auch theoretisch, aber es ist jetzt, es ist so hell, das siehst du gerade nicht. Ach so. Tatsache. Ja. Naja, so ist das halt. Wie gesagt, Karten, und Klamotten natürlich. Süßigkeiten. Ja. Schöne Handtücher, da freue ich mich auch schon drauf. Jo, da bin ich auch mal sehr gespannt, die sind toll. Und das Gute ist, dass die haben wieder eine extra Farbe, das heißt, die können wir wunderbar fürs Wohnmobil nutzen, weil die haben ja andere Farben, damit wir das schön trennen zu Hause. Auf jeden Fall sagen wir auf diesem Wege, natürlich haben wir das schon per WhatsApp getan, ne? Weil wir sind nicht vor Ort, aber per WhatsApp sagen wir natürlich auf jeden Fall Danke für diese tollen Geschenke. Und aber auch auf diesem Weg vielen lieben Dank, liebe Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank. Und falls ihr euch wundert, was unsere Eltern bekommen, tja, es geht euch ja nicht alles an. So. Müsste ich jetzt mal eine Grinch-Tasse eigentlich? Die haben das wir jetzt. Genau, die werden wir nämlich jetzt rausholen. Genau. Jetzt gehen wir raus, denn langsam wird Zeit, dass wir dieses Video beenden. Denn ja, Weihnachten, das ist der erste Teil von Weihnachten. Es geht dann demnächst schon weiter mit den ersten Weihnachtstag und so weiter und so fort. Schnee. Aber verabschieden tun wir uns draußen bei einer lecker Tasse Tee und Glühwein. So, ich würde mal sagen, Prost. Prost auf euch, auf diese schöne Reise und so weiter. Ja, auf dass ich mich mindestens noch 10-mal hinschmeiße, ohne dass ihr es seht. Ich wollte gerade sagen, hat er schon wieder hingekriegt. Ja, irgendwie habe ich mit meinen Schuhen verhakt und plupp, da lag ich. Ja, ich dachte mir so, okay, ausruhen, ja, okay, gut, dann gute Nacht. Ja, also, was man mit einem Glas Wein alles so hinkriegt, ne, das ist unfassbar. Ja, genau, ich sag's euch. Ja, wir genießen jetzt hier erstmal noch schön die Stimmung. Da oben ist der Mond, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Ihr habt ne, glaube ich, gestern schon mal gesehen auf den, ihr habt den schon gesehen auf den Drohnenaufnahmen, haben wir gestern gemacht. Genau, im See, also in dem Fluss habt ihr den gesehen. Genau. Richtig. Ich habe versucht mit der Drohne nach oben zu filmen, das kann die Drohne. Leider sind die Aufnahmen nicht so gut geworden, weil das Problem ist einfach, dass da dann das Licht nicht. Versuchst du dich jetzt zu Weihnachten zu rechtfertigen? Nee, ich wollte nur sagen, dass ich hätte sonst auch gerne davon ein paar Aufnahmen gemacht, aber das hat nicht geklappt. Ist halt so. Auf jeden Fall, mit diesen Szenen hier wollen wir uns verabschieden. Das soll es gewesen sein mit Weihnachten im Schnee, aber irgendwie Teil 1. Ja, das geht ja noch weiter hier. Genau, morgen geht es ja im Endeffekt für uns weiter. Dann ist der erste Weihnachtstag, lecker essen, was dann aber beim Kombüsenstudio kommt. Also alles noch in den nächsten Tagen wirklich weihnachtlich und ja. Essen, 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 genau. Essen. Und nach dem Essen, also nach der Weihnachtszeit, geht es natürlich hier auch weiter, weil wir müssen ja auch sowieso noch zurück. Und da werden wir noch ein paar schöne Tage zwischen den Tagen hier haben. Das kommt alles. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Liken. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Beim neuen Video. Auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Und wie hieß es? Gojul? Gojul. Gojul. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Christ.